Motor anschließen. Das ist doch nicht so schwer. Zu arbeiten. Wir haben eine Reise bekommen vom 23. nach dem ganzen Dingen am Sonntag geht's los und wir werden den Junge ins Allgäu schicken nach Oberstaufen, wo die harte Freunde oder starke Freunde, die kommen gleich auch noch, die sind auch noch vor Ort. Die haben uns eine Pension zur Verfügung gestellt mit einer Rundumbetreuung, palliativ, ihr wisst, was das kostet. Eine Woche lang wird ein Arzt dabei sein, wird zu begleiten. Sollte irgendwas passieren, ist mit Rückreise, mit allem drum und dran. Wir haben 11.000 Euro jetzt an Barspenden. Und jetzt, wenn man sagt, wenn die nicht bar sind... Nur Bares ist Wahres, aber da sind auch Leute, die haben Sachspenden gegeben, genau so, siehst du? Die belaufen sich mittlerweile auf mehr als 10.000 Euro. Wir sind bei einer Gesamtsumme, die hier jetzt erschienen ist, von 21.000 Euro. 21.000 Euro. Und jetzt kommt Trucker for Kids. Schaut euch doch mal um, die Jungs kommen auch alle. Nee, wir sind nicht alleine. Da sind die Jungs, die auf der Straße genauso zu Hause sind und sich jeden Tag den Arsch aufreißen. Die sind auch gekommen. Da ist Trucker for Kids, komm hier mit drauf. So, also ich muss sagen, ich bin gerade perplex. Jetzt pass auf, da kommt jetzt, pass auf, den muss man mal hier gucken. Pass auf, so, mach mal auf. 500 Euro von den Truckern, die auf der Straße sind. So, ich habe dann aufgeschrieben, wo ist denn der Zettel? Wo ist mein Zettel? Der ist bei dir im Buch. Pass auf, da kommt ja noch mehr. Ich kann gar nicht alles sagen. Roadstop, sage ich dir, muss ich erwähnen, 500 Euro. Dann, pass auf, kleine Kinder, den Thorsten, sage ich dir, Taschengeld 1 Euro. 1 Euro von seinem Taschengeld. Dann sage ich dir, 3 Euro, sage ich dir, von kleinen Mädchen, die mich angesprochen haben. Dankeschön, du bist doch der Schwungi. Ich sage, ja, gib dem Kleinen 3 Euro. Also pass auf Leute, was hier gerade passiert, das ist nicht nur mein Ding. Ich halte halt die Fresse hin, so wie ich halt bin. Aber ich kann euch sagen, mache ich gerne. Und das nimmt mir auch, sage ich dir, ein bisschen, das zeigt mir ein anderes Weltbild. Denn ich sage, Gemeinschaft kommt von gemeinsam, alle ein bisschen wieder mit Empathie. Pass auf. Applaus erstmal für euch hier. Die Firma Sauerbaum. Wir haben hier vorne Spendenboxen aufgestellt. Pass auf, Leute. Jeder Cent zählt. Hier stehen die Boxen. Wir werden dann auch alles aus, wenn alles da hier bezahlt ist. Die WAZ, die hat mir natürlich ein Osterei gelegt. Da ist die Latte hoch. Wenn der Kleine es schaffen sollte. Und er hat noch die Zeit dafür. Werde ich mit dem Jungen dann von dem, was jetzt hier reinkommt, nach Disneyland fahren. Hey, also, hey, die haben die Latte hochgelegt. Zeigt, ob wir noch was zusammenkriegen. Jeder Cent zählt. Biker Notfallhilfe ist zusammengekommen mit über 300 Leuten. 5.300 Euro. Das sind meine Adminas. Ich weiß ja nicht, ob die
Hier sitzt, sag ich dir, die CDU hier unten, was ich da meine, ob die sich nur im Sonnenlicht im Rollstuhl wenden oder was, oder ob da auch noch was zukommt, das Mikrofon überreiche ich gleich. Ne? So. Warte. Schicken Kids. Das ist, sag ich, die Organisation, wo ich als Botschafter tätig bin, schon seit 2 Jahren, wo wir haben uns verbunden. Das ist auch so einer, Rocker mit Herz. Ihr wisst, ich bin nicht der Mann, der den lieben Gott da oben anbetet. Aber dieser Mann, sage ich, ich glaube manchmal, vielleicht ist doch da oben einer, der mich empfängt oder mich zurück in die Hölle schickt. Aber irgendwo macht der was richtig. Komm mal nach vorne hier, Schicken Kids. Hat 1150 Euro. Gesammelt für die gute Sache für Jerome. Dann habe ich hier den Schoko, da habe ich noch keine Summe. Guck mal her, na, den Papa, den kannst du mal selber. Ja, auch ich sag nochmal einfach danke. Ich bin sprachlos, der Schwungi hat jetzt auch viel erzählt. Ich erzähle nicht ganz so viel. Danke, dass uns alle so viel oder dass ihr uns so viel gefolgt seid. Es hat super gut geklappt. Ich möchte die VMS noch einmal danken, dass er ganz alleine die Truppe hinter sich hergezogen hat. Es haben alle mitgespielt, super geile Sache. So, und auch wir kommen nicht ohne Kohle und hauen hier auch nochmal 1200 Euro in den Pott rein, und damit es weitergeht. So, das ist der Wahnsinn. Und jetzt habe ich sie hier. Ne, pass auf, wir brauchen euch nicht verstecken. Kommt mal her, Jungs. So, das sind die starken Freunde hier aus dem Allgäu. Die Jungs sind auch unterwegs, die sind in der Partyszene in Bayern, sind schlecht, hey, knüpflich verzupft. Und so, ja, die haben uns... Skihütte, wer ist der Helmer, wer ist der Frank? Du bist der Helmer, das ist der Frank, das ist der du, der kommt, der Junge kommt aus Wuppertal, habe ich schon geguckt, der kommt aus dem Allgäu. Und da geht's, die haben klipp und klar gesagt, der ging auch immer den Jan Kunert, ist ein guter Bekannter von mir, der macht auch Schlagerparadies, wo er dabei ist. Und hat dann, sage ich, auch Sonnenklar TV, wo ich schon mal als Gast sein durfte im TV. Habe ich nie was von gehabt, war noch niemals im Urlaub bei dem, aber egal. Ich habe ihn versucht noch anzurufen, er hat sich nicht mehr zurückgemeldet, der ist aber hier, glaube ich, bei der Schlagersonne da, oder was ist das? In Kalka heute auf dem roten Teppich, da muss er hin. Aber die beiden Jungs sind hier und die können jetzt mal was dazu sagen, wie es so weit gekommen ist. Ich gebe dir da mal weiter. Ja, erstmal danke für die Einladung und selbstverständlich, als du uns angerufen hast, haben wir sofort Ja gesagt. Natürlich, die werden morgen anreisen, die Zugtickets habe ich ja schon gesehen, die werden morgen abgeholt am Bahnhof in Oberstaufen, gehen zu uns in die Skihütte im Zentrum von Oberstaufen. Und da haben sie natürlich ihre beiden Zimmer reserviert, haben wir reserviert und bekommen sie natürlich einen Gutschein, einen Tag Aquaria, unser Erlebnisbad in Oberstaufen. Sie bekommen dann einen Gutschein für die Fahrt hoch in die Berge, da oben gibt es einen Alpaka-Park mit der längsten Rodelbahn Deutschlands. Das heißt, wie bei der Achterbahn, es kann nichts passieren, man kann nicht rausfallen. Die geht vom Berg runter ins Tal, über den Alpsee. Und ist eine Sensation für den Jungen. Natürlich freuen wir uns ganz riesig. Und wir kommen dann den nächsten Tag natürlich auch wieder dazu und werden die dann auch dann persönlich dort noch begrüßen können, Gott sei Dank, und verwöhnen dann. Also von dem her ist alles vorbereitet und wir freuen uns, dass wir überhaupt dabei sein dürfen hier. Und jetzt waren wir zufällig noch in der Gegend, das ist der Hammer. Ich kann nur sagen, ich weiß nicht, ich sag mal einen riesen Applaus für die Jungs. Nee.